Leute, was geht? Ich bin's, euer Philipp. Ich spiele heute mit Thomas! Moin! Das ist eigentlich Thomas' Video, ich mache aber die Anmod. Wir machen so. Wie, Thomas ist der Dealer. Ich fahre mit meinem Bus die ganze Zeit hinterher, dass ich dann ihn wegfahre. Das heißt, ich bin die ganze Zeit im Bus hinter uns. Du bist mein Fluchtwagen. Und er geht die ganzen Sachen robben. Und dann fahre ich ganz schnell mit ihm weg im Bus. Das wird bestimmt geil. Also du bist so gesehen mein Fluchtwagen. Aber das seht ihr jetzt erstmal nach dem Intro. So, wir fahren auch schon los jetzt mit dem Bus. Ich würde sagen, erstmal geht's Richtung Farmshop, Herr Busfahrer. Herr Busfahrer? Ah, okay, klar. Richtung Farmshop. Das ist hier gleich rechts. Ja, warte ich. So. Und übrigens, ich kann in einer Minute wieder ein bisschen Geld schicken. So. Verstehen Sie, so also als Trinkgeld schicke ich ihn so in einer Minute wieder. Ah, ich kann ihn so, wenn wir heute. Wir machen eine Challenge, okay? Heute, wenn wir schaffen, dass ich kein einziges Mal verhaftet werde, schicke ich dir 8000 Euro. Okay. Also die maximale Anzahl, die man schicken kann. Okay. Wenn wir es nicht schaffen, kriegst du gar nichts. Ja, und wenn wir es schaffen, kriegst du 8000. Okay. Warte, ich fahre dich noch dahin. Such am besten nach. Such am besten, dass keine Polizisten kommen, so. Und park am besten so, dass ich gleich an der Tür bin. So, ich bin direkt in hier ein. Ja, genau so, bleib stehen. Ja, ich muss halt so fahren, dass ich auch direkt. Okay, warte, ich kann jetzt in den Hofladen. Sag, wenn Polizei kommt, okay? Ja. Ich habe mir gerade alles gegönnt. Kommen die Bullen? Nö, noch nicht. Noch nicht. Aber hier sind so viele Geldscheine, ich habe die, glaube ich, gar nicht allein zu sammeln. Bist du bereit? Ja. Ich glaube, ich habe gleich alle. Und? Hab, glaube ich, alle. Ich komme wieder raus. Cut los. Also, ich habe jetzt schon mal 5000 Euro von diesen 8000, die ich dir hoffentlich am Ende des Videos schicken werde. Mhm. Hoffentlich, ne? Hoffst du, ne? Weil bei dir ist halt so ein bisschen Busfahrer und so ist nicht so der beste, belohnteste Job, ne? Ja, leider. Und apropos nicht gut bezahlt, lass doch mal gerne ein Abo da, Spaß. Auch bei mir. Aber noch, wenn ich sie vergesse, verlinke ich dich noch. Bitte. Ich brauch doch das Money. Wer rasten da jetzt so lang? Das war bestimmt Xim. Ich meine Maxim. Wäre es gar nicht besser, wenn ich hinten sitzen würde? Weil ich glaube, die Polizei würde eher vorne mit Handschellen stehen. Ja, okay, stimmt. Egal, kannst du. Als nächstes wird Werkzeug. Werkzeugladen, geil. Ein bisschen gleich hier. Ja, stelle ich am besten so hin, dass ich hinten ansteige, okay? Am besten so ganz weit hinten. Ja, steig schon mal aus. Ah. Ich speichere alles ab natürlich. Das bringt mir ehrlich gesagt auch sehr viel. Genau. Man kann alles in diesem Server bauen. Wie viele Polizisten gibt es, könnt ihr mal nachschauen, der Busfahrer. Ja, klar. Oh, das ganze Geld spritzt raus. 7. Nur gar nicht mal so wenig eigentlich. Und das Rast. Relativ wenig Geld. Ach, da oben. Ey, in dieser Ritze liegt ein Geldschein drin. Wow. Nimm den einfach nicht mit. Warte mal. Brauch ja kurz Energie. Bin schon jetzt. Ich komme. Bist du drin? Mhm.
Wo als nächstes, Herr Chef? Denkst du, ich schaffe es, die Juwelier auszurauben? Die Bank? Die Bank? Die wollen die Bank ausrauben. Nee, fahren Sie erstmal zum Juwelier. Okay, yes, sir. Übrigens, ich sollte versuchen, nicht mehr ins Mikro zu atmen. Das heißt, wenn ich außerdem ins Mikro atme, sag mir bitte Bescheid. Dann versuche ich es nicht mehr zu machen. Philipp, gestern habe ich einen richtig bösen Kommentar bekommen. Der meint, ich soll mit YouTube aufhören, nur weil ich so ein Mikro habe, wo man mein Atem hört. Dein Atem. Also halt, wenn ich so mache. Wow. Okay. Ich habe gesagt, dass ich mit YouTube aufhören soll. Der hat mich sogar als Bastard. Oh nein. Oh nein. Philipp. Kontrollieren die uns? Versuch mal durchzukommen. Nein. Oder steig mal aus und sag, lass mich durch. Nee. Lieber nicht so? Ja, ich will nicht das Risiko eingehen. 8000 schmeckt halt schon geil. Jawohl. Ich fahr lieber hinten rum. Wir wenden in 30 Zügen. Bitte links abbiegen. Sogar der Blink macht der feine Herr rein. Tja. Dafür, allein für diesen Komfort. Alleine für diesen Komfort. Oh. Also ja, Philipp, ich kann sagen, dass ich dir am Ende der Aufnahme doch kein Geld schicken kann, weil ich kann erst in 52 Minuten wieder Geld schicken. Bitte fahrt, Baro. Ey, ich schick's dir noch morgen oder so, okay? Ja, okay. Mhm. Ich trinke kurz Food-CT-Flasche, solange wir hier unsere entspannte Busfahrt haben. Juwelier wollten Sie, ne? Ja, Juwelier. Halt ihr mal. Wollen Sie hier den Automaten? Gerne. Warten Sie ganz kurz. Lass im nächsten Video das andersrum machen, dass ich der Busfahrer bin. Ja. Also wenn ihr Bock auf den zweiten hat, wo ich mal der Busfahrer bin, lasst mich gerne mit einem Like oder einem Kommentar wissen. Und ein Abo würde mich natürlich sehr freuen. Ein paar Red Bulls, ein paar Kekse gönnen. Aber es wundert mich so krank, dass noch kein Ding uns erwischt hat hier. Die sind alle bei dieser Brücke. Aber nicht alle. Ein paar sind noch da, aber ich habe voll Hunger gerade. So ein Real Life. Da vorne bei Bank-Robbing. Egal, ich hack drauf, fahr zu Juwelier. Oh. Will dieser Hurensohn Bastard mich verarschen? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich habe Viertel von meinem Bus-HP verloren. Okay, ich robbe alles und du musst schauen, ob die Polizei kommt. Ja. Gibt's einen Diamant? Nee, natürlich nicht. Ich kann mir alles, okay? Ich muss schauen, ob ein Polizist kommt. Mach am besten nur Motor aus und nicht Parkbremse rein. Weil sie gleich abbauen können. Ich habe hier ganz viel, sogar schon 8 Juwelier. Internet backt grad. Komm, Polizei? Mein Internet backt gerade auch. Komm, Polizei? Ich kann nichts machen. Keine Ahnung, ich kann nicht sehen, mein kompletter Ding backt. Polizei ist da, Philipp, gib Gas, bitte, Philipp, bitte. Nein. Philipp, bitte komm! Das Ding ist, ich sehe nichts. Ich kann nichts machen, mein Internet hat verkackt. Drück Alter 4. Ja, hab ich. Muss mir ganz schön Red Dosh gönnen. Leute, der Bus lief nicht so gut.
Augenblick kann der Bulle hinter mir bald nicht mehr sprinten. Der schießt auf mich, hör? Ich muss sofort zur Buslinie. Ich bin aber in der Nähe. Du musst direkt zur Buslinie. Ja, Philipp, ich bin gerade unter der unter Wasser. Philipp, kommst du bitte wieder zurück zum Juwelier? Also ja, ich muss erstmal zur Busfirma fahren. Ich fahre aber so schnell, dass jeden Moment mein Auto kaputt werden kann. Ich gehe kurz nach oben und glubsche. Die Polizisten campen da oben. Oben, unten, wo jetzt? Er kommt zum Juwelier und aber zu dieser Treppe. Also nicht zur Leiter, sondern zur Treppe. Hier steht noch dein Auto. Fahr bitte zum Juwelier, aber nicht zu leider, sondern zur Treppe, okay? Bei Wasser? Das, ja, bei Wasser. Da spare ich euch ganz kurz diesen Moment. 30 Sekunden. Jetzt wieder, wenn der Bus da ist. So, Leute, der Bus ist jetzt wieder da. Ah, da kommt er schon. Ich wollte gerade sagen, der Bus ist wieder da gleich, aber jetzt kommt er schon. Steig einfach schnell ein. Warte, soll ich vielleicht. Warte. Ganz kurz, kannst du mal schauen, ob Polizei kommt? Ich will ganz kurz den Juwel robben. Das ist eine Sache, okay? Ja. Fuck. Sag aber Bescheid, wenn Polizei kommt. Ja. Kommen welche? Also ich sehe noch keine. Ich kann nur von den zwei Seiten schauen. Polizei ist da. Philipp, wo bist du? Komm. Steig irgendwo hinten ein. Gib Gas. Die Polizei kommt. Gib Gas. Alter, die Parkbremse ist drin. Ich bin raus. Philipp, gib Gas. Die Polizei ist da. Ja. Du musst Vollgas geben. Nein, die Polizei ist da. Ja. So ein Weg. Kannst du mich jetzt zum Della fahren? Ich kann die vielleicht abschießen schnell. Ist irgendwo ein Della. Schau auf die Karte und sag mir, wo ich lang muss. Della ist hier vorne beim Bank. Scheiße. Gas, einfach in irgendeine Richtung. Fahr einfach geradeaus schnell. Ich hab dich so verarscht. Ich fahre einfach so lange, weil nämlich ich habe noch 55 Liter, der hat bestimmt nicht so viel. Aber nicht der hat 76 Liter. Geht gar nicht. Digga, was ist das für eine Verfolgungsjagd, ey? Weißt du, weil der nächste Della ist hier. Ist ein Della bei. Das Ding ist, ich muss auch auf meine Strafen achten, ne? Der Della ist da vorne. Gras, dann musst du gleich links, wo diese Windräder sind. Da ist ein Della. Digga, verschwinde mal. Gleich links, wo diese Windräder sind. Da ist ein Della. Wo? Oder hier geradeaus. Nee, da, wo die Windräder sind, da. Scheiße. Ja, ich Leben am Limit. Ich schwöre. Nee, fahr zur S-Bahn schnell. Ich kann die S-Bahn vielleicht einstecken, wenn sie gleich kommt. Dann müssen wir hoffen, dass sie gerade auf dem Weg ist. Fahr am besten dahin, dass sie gleich auf die Anzeige gucken können. Halt am besten sicher, oder bleib einfach in Schrittgeschwindigkeit, damit ich auf die Anzeige glotzen kann. Ich glaube, wir uns rammen. Vorsicht! Vorsicht, nein! Nein. Ich will auf die Anzeige glotzen. Fahr ganz schnell dahinter, dass ich auf die Anzeige glotzen kann. Weil ich glotze schnell. Fuck, 7 Minuten! Stopp, Busfahrer! Gas! Stopp, warte! Gas! Oh nein. Wo ist der nächste Della?
Es ist ein Della bei. Osso ist ein Della. Fahr zu Osso, das ist ein Della. Stell dich am besten so hin, dass er nicht in die Einfahrt reinfahren kann. Ich hab gesagt, er hat getan, weil ich schon wieder festhänge. Oh nein. Jetzt denkt er, ich bin hinten drin. Digga, es ist ein Schrott. Endverstärkung angerufen, davor das Backup, nein. Hat er, woher siehst du das? Oh ne, da vorne, die fahren zu Osso. Die vorne ist ja kein Della, du musst ganz schön anhalten. Jetzt wird zu lange einen Vorsprung ja, haben. Sag mir, der ganz nice. Er kommt. Steig die Gas. Ich hab ganz schön mal die ganzen Juwelen verkauft und ganz schön noch eine Glock gekauft. Eine Glock. Ja, das heißt, wenn er mir zu nah kommt, ich kann ihn zur Not töten. Okay. Sag mal, Officer down, ne? Er ist stecken geblieben, fall einfach irgendwie, damit du ihn abhängst. Jetzt fahr ich hier rechts irgendwie. Und dann fahr nochmal rechts. Fahr gleich nochmal rechts schnell. Und jetzt fahr nochmal rechts. Das ist so dumm, wenn der das sieht, dann kann er. Gib Vollgas. Und jetzt soll einfach ganz schnell irgendwo rausspringen. Ist er hinter uns? Ja. Ja, ist hinter uns. Ich spring einfach irgendwo bei so einem Haus raus oder so. Und da musst du irgendwie versuchen. Der verfolgt mich schon seit einer halben Stunde. Was ist jetzt dein Problem? Ja, genau. Crashing. Verdammt. Crashing. Oh, nee. Wenn wir gerade schon aussteigen und ihn versuchen zu töten? Das macht ja keinen Sinn. Bleib stehen. Ich töte ihn. Butler, bleiben Sie bitte stehen. Stehen bleiben. Ja, genau. Ich muss ihn töten. Okay. Deine Sache? Aber wenn ich sag los, sage, musst du direkt losfahren, okay? Dann lass ich das Ding rum. Fahr ein bisschen weiter vor, bitte noch. Lei. Digga, was macht das denn dumm? Jetzt kann er nichts mehr machen. Aber was ist denn? Oh, er kommt raus. Ja, soll er mich ruhig festnehmen? Der hat eine Gewehr, ne? Was ist der Bastard? PvP-Modus. Der hat eine Shotgun. Er hat eine Shotgun. Er hat Backup angerufen. Viel Hits. Wenn du down bist, ich kann dir nichts mehr machen, ne? Das ist die Schuhe. Ich weiß. Ist zwischendurch mal ein Cookie. Ganz schön einen reinhauen, so zack, nam 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 nam. Mach dich vielleicht schon mal bereit loszufahren gleich, ne? Aber wie viel AP hat er noch? Kann ich aus dem Auto, glaube ich, aus nicht sehen. Nee, kann ich aus dem Auto raus nicht sehen. Wie fährt er noch? Ich kann selber gar nicht sehen. Meine Waffe ist so leer, ich hab kein Aim. Film, gegas! Gegas! Gegas, Film, gegas! Gegas, gegas! Ich bin fast down. Ich kann schon die Kekse hier essen. Meine Munition ist auch leer. Wir haben wir gerade geschnitten. Ich hab nur wieder Leben zu bekommen. Da musst du gleich ganz schnell zu einem Della. Ich hab ne Idee. Und ich in die Feuerwache rein. Als ob der kommt nicht. Ich schlag schon ein. Meine Weapon ist ja. Ich fahr in die Feuerwache rein. Er kommt aber gar nicht, der Opfer. Okay, Leute, wir sehen uns wieder, wenn es wieder ein bisschen sicherer ist. Okay, Leute, jetzt geht's wieder gut. Wir sind wieder safe. Soll ich da auch so robben? Ja, wir haben übrigens Farbe geändert. Damit wir haben übrigens die Farbe geändert, damit du uns nicht mehr erkennst. Ist auf jeden Fall nur noch 9 Polizisten, voll war es tatsächlich 14 oder so. 14 Polizisten? Oha, ja, wieder leer die Kasse.
ich hier so einsteigen so? Ja. Hallo Copyright, ah, lalalalala. Hä, hey, ist nicht Copyright. Ich weiß. Weil sonst dürfte der das ja gar nicht auf YouTube hochladen. Oder er hat die Rechte dazu. Denkst du, ich kann mir eine Farmschiff schnell gönnen? Probier's mal. Das Video geht schon irgendwie so. Wie lange wollen wir das Video machen? 20 Minuten lang? Ja. Passt du überhaupt rein? Nee. Ich passe nicht rein. Ich komme auch nicht mehr raus. No. Wir sehen uns wieder, wenn wir beim Farmshop sind, Leute. Leute, wir Rob mit dem Farmshop. Bitte will ich. Hier liegt noch Geld rum. Oh nee, hier hat jemand Geld liegen lassen. Kannst du es robben? Nee. Soll ich die Polizei anrufen? Ja, mach. Okay, ich hab gemacht. Leute, es wird natürlich alles durchaus von Profis ausgeführt. Genau. Durchgenudelt. Wieso fährt mein Bus jetzt nicht? Stopp, 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 stopp. Hallo. Yeah. Mensch, Butler, was stoppt denn bei denen? Kenne mich von unten bis oben. Keiner ist so schlau, ja, das weißt du ganz genau. Boah, meine Mutter hat gerade gesagt, ich soll aufhören. Ja, kannst du mich ja ganz schnell zum Dealer fahren? Ja, mache ich. Bei Oso. Dealer ist bei Oso Tank, ne? Ja, da müsst du noch die Abmoderation machen. Ja. Ich muss da ganz schnell meine Sterne verlieren. Ihr müsst wissen, Leute, wir haben gerade 20.36 Uhr. Wir haben keinen Bock auf unserem Leben mehr. Genau. Okay, ich senke dir mal nur so ein bisschen Geld, so, ne? Weil ich kann es erst in 49 Minuten. Hä, was ist mit deinem Bus passiert? Also, auch, guck mal, wie knapp. Wow. Guck mal, ich bin auch in meinem schicken Hemdchen. Ich bin in meinem schicken Hemdchen, perfekt. Jetzt mal hier vorne entstellen. Warte mal ganz kurz. Test. Test. 1, 2, 3, Test. Das ist kein Spuckschutz. Okay. Spuckschutz. 3, 2, 1. So, das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Wenn wir mal die Rollen tauschen sollen, wenn das soll ich Busfahrer sein. Und Philipp, du gönnst dir gerade Radosch, sehr gut. Wir können mal die Rollen tauschen, dass wir es andersrum machen. Und ja, der Philipp gönnt sich hier ganz viel Red Bulls, genauso wie ihr ihm ein Abo gönnen könnt. Und ihm auch natürlich. Secret OG 1311. Ja, Secret OG. Und ich glaube, der Bus ist ein Tag stellt. Beim nächsten Mal sehen wir uns morgen wieder oder übermorgen oder irgendwann. Also, bis dahin. Ciao, Leute. Thank you.